Wäre ich nicht nach Paris gegangen, wäre ich heute nicht der, der ich bin. Die größte Revolution des Sehens habe ich dort erlebt. Die Sonne der Kunst schien nur in Paris. Wir wollten alle nach Paris. Das war unser Ziel. Wer in Paris Erfolg hatte, dem standen alle Türen offen. Paris war immer eine Reise wert. Und die Stadt gab mir stets etwas von dem zurück, was ich ihr gegeben hatte. Wenn schon verhungern, dann dort, wo das Essen gut und die Menschen freundlich waren. Paris verkörperte das 20. Jahrhundert. Es war der Ort, an dem ich sein musste. Zwischen 1905 und 1930 erlebt Paris eine kulturelle Glanzzeit und wird zum Mittelpunkt eines neuen künstlerischen Universums. Ein Laboratorium für Experimente und Innovationen aller Art. Die französische Hauptstadt zieht eine kosmopolitische Avantgarde an, die zur Entstehung der modernen Kunst beitragen wird. Von heute auf morgen scheint der Stil der Vergangenheit in allen westlichen Hochburgen der Kunst aus der Mode zu kommen. Selbst neue Werke wirken überholt. Weshalb aber wurde Paris zur Lieblingsstadt so vieler großer Künstler, die in kaum 25 Jahren die bildenden Künste revolutionierten? Warum gerade Paris? Zu Beginn des 20. Jahrhunderts versammeln sich die Rebellen der Kunst im Montmartre. 1905 hat dieses Viertel noch ländlichen Charakter. Hier gibt es noch Ziegen und Esel und an den steilen Hängen gedeiht der Wein. Maler wie Pablo Picasso, André Durin oder Georges Braque haben hier, nicht weit voneinander entfernt, ihre Ateliers. Montmartre war anders als der Rest der sogenannten Rive Droite, dem Teil von Paris nördlich der Seine. Das Viertel liegt hoch oben auf einem Hügel und eine Menge Treppen sind zu erklimmen, um dorthin zu gelangen. Es besteht aus kleinen Plätzen und Gassen abseits vom übrigen Paris. Zahlreiche französische und ausländische Künstler aller Stilrichtungen strömen nach Montmartre. Erstmals hat die Pariser Avantgarde, die zur Hälfte aus Ausländern besteht, einen internationalen Charakter. Die Künstler werden vom Ruf des legendären Wohnviertels ihrer berühmten Vorgänger angelockt. Auguste Renoir, Eugène Delacroix, Vincent van Gogh oder Henri de Toulouse-Lautrec. Was sie anzieht, ist die Freiheit des Bohème-Lebens inmitten von Gleichgesinnten. In Montmartre herrschte ein Gefühl von Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit. Diese Künstler einte vieles. Der eine malte, der andere schrieb. Und sie arbeiteten oft zusammen. Ein Maler wie Picasso erhielt in seinem Atelier Besuch von Max Jacob oder Guillaume Apollinaire, Dichter, die seine Bilder verstanden. Montmartre ist nur wenige Quadratkilometer groß. So laufen sich die Künstler ständig über den Weg und tauschen die neuesten Nachrichten aus. Ihre beliebtesten Treffpunkte liegen direkt am Fuß des Hügels. Le Lapin Agile, ein Kabarett, in dem die Gruppe um Picasso verkehrt.
das Moulin Rouge, dessen Revuen bis heute berühmt sind. Und der Zirkus Medrano, in dem sich die Künstler unter die Clowns mischen. Als Picasso 1904 beschloss, sich in Montmartre niederzulassen, war das bereits seine dritte Paris-Reise. Er wusste also, dass dort eine Art Künstlergemeinschaft existierte. Van Gogh hatte in Montmartre gelebt. Gauguin hatte sich in den 90er Jahren nach seiner Rückkehr aus der Südsee im Bateau Lavoir eingemietet. Picasso war also nicht der Erste. In einem verwahrlosten Haus in der Rue Ravignan richtet der junge Picasso sein erstes Pariser Atelier ein, das ihm gleichzeitig als Unterkunft dient. Hier wird er wichtige Jahre seines Lebens verbringen, von 1904 bis 1910. Auch die talentierten, aber mittellosen Maler Juan Gris und Kees van Dongen sowie die Dichter Max Jacob und André Salmon schätzen die billigen Mieten des Viertels und das freundschaftliche Verhältnis zwischen den Künstlern. Im Winter war es eiskalt und im Sommer herrschte drückende Hitze. Es gab weder Gas noch Strom. Die Wohnverhältnisse waren äußerst primitiv. Dennoch bezeichnete Picasso diese Zeit später als die besten Jahre seines Lebens. Er habe sich wie ein echter Künstler und nicht wie ein seltsames Tier gefühlt. Fernande Olivier ist für Picasso Gefährtin, Muse und Modell in einer Person. Sie hatte zuvor für andere Künstler posiert, bevor sie sich in den besitzergreifenden spanischen Maler verliebte. 6 Jahre lang wohnt sie mit ihm im Bateau Lavoir, wo die Tür für Picassos Freunde stets weit offen steht. Ich lebte auf engstem Raum mit ihnen zusammen. Wenn sie sich trafen, fragten sie einander: Kommst du voran mit der Arbeit? Ach, antwortete Picasso dann. Er war stets auf der Suche, immer beschäftigt und niemals zufrieden. Die Künstler lebten für ihre Arbeit und von der Hoffnung. ...1905 schließt sich eine Gruppe von Künstlern zur sogenannten Picasso-Bande zusammen, darunter auch die Dichter Guillaume Apollinaire und André Salmon, deren Freundschaft mit dem Maler sich als unerschütterlich erweisen wird. Als er die beiden kennenlernt, macht Picasso sie sofort mit seinem engsten Freund, dem Dichter Max Jacob, bekannt. Mit Ausnahme von Georges Braque sind Picassos Vertraute allesamt Dichter. Guillaume Apollinaire erinnert sich an die Gruppe um Picasso. Von da an sind der Maler und die Dichter unzertrennlich. Sie sprechen und kleiden sich auf ihre eigene Weise und haben gemeinsame Lieblingsplätze. Sie essen zusammen, ziehen singend durch die Straßen und kehren erst spät nachts ins Bateau Lavoir zurück, wo Picasso mit blauer Kreide an seine Tür geschrieben hat: Zum Treffpunkt der Dichter. Abends wetteifern sie miteinander und machen sich unter großem Gelächter daran, die Kunst neu zu erfinden. Seit jeher gibt es ein Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen Malern und Dichtern. Maler schreiben nicht. Sie können sich nicht erklären. Das muss jemand anderes für sie tun. Und Picasso hatte das Glück, dass Apollinaire für ihn sprach. Guillaume Apollinaire spielt während dieser Glanzzeit eine Doppelrolle auf der Pariser Bühne. Der berühmte Dichter und Impresario der Avantgarde ist viel gereist und kennt Gott und die Welt. Als einflussreicher Autor und Kritiker nutzt er seine zahlreichen Talente, insbesondere seine dichterischen Fähigkeiten, um sich für alles Neue in der Kunst einzusetzen. Seid nachsichtig, wenn ihr uns denen vergleichet, die die Vollendung der Ordnung waren. Wir, die wir überall das Abenteuer suchen, wir sind nicht eure Feinde.
Wir wollen uns weite und seltsame Reiche geben, wo das Geheimnis in Blumen sich jedem darbietet, der es pflücken will. Es gibt da neue Feuer, nie gesehene Farben, tausend unwägbare Phantasmen, denen man Wirklichkeit geben muss. Wir wollen die Güte erforschen, gewaltiges Land, darin alles schweigt. Er war ein großer Dichter. Sein vielleicht revolutionärstes Gedicht trägt den Titel Sohn und beginnt mit den Worten: Und schließlich bist du dieser alten Welt müde. Er spricht darin von den Straßenbahnen und Bussen. Die Brücken sind Schäfer, die ihre durch Paris rollenden Busherden hüten. Das war revolutionär, weil die Poesie hier der realen Welt den Rücken kehrte. Dieses Gedicht klingt wie ein Appell an die Avantgarde, an Fernand Léger mit seinen mechanischen Bildern, an die Komponisten, die Schreibmaschinen oder Flugzeugpropeller als Musikinstrumente einsetzen, kurz an die Moderne. Apollinaire entwarf ein großes Panorama der Kunst der Zukunft. Für den Dichter Philippe Soupault hat Apollinaire mit seiner Persönlichkeit eine ganze Generation geprägt. Il était étonné de voir que les jeunes venaient le voir et aussi écouter ses conseils. Il se demandait toujours si on ne lui faisait pas une farce. Il y avait une méfiance chez Apollinaire, une méfiance assez naturelle, puisque au fond, Apollinaire était lui-même un mystificateur. Ich fürchtete mich ein wenig vor dem großen, fast übermenschlichen Apollinaire und zeigte ihm meine Bilder nicht gern. Doch er hatte versprochen, das Vorwort zu meiner Ausstellung 1914 in Berlin zu schreiben. Und so kam er und betrachtete meine Bilder lange mit seinen großen Augen. Anschließend aßen wir zusammen in einem kleinen Restaurant in Montparnasse. Apollinaire, der wie ein Scheunendrescher aß, wiederholte zwischen zwei Bissen immer wieder: Was Sie da machen, ist fabelhaft. Ich fühlte mich sehr geschmeichelt. Marc Chagall wohnt in La Ruche, einer Künstlerkolonie mit rund 70 Ateliers und einem großen Garten unweit der Schlachthöfe von Vaugirard. Hier wirkten seit jeher auch Fernand Léger, Amedeo Modigliani, Diego Rivera und zahlreiche Maler und Bildhauer aus dem Russischen Reich. Wie Jacques Lipschitz, Alexander Archipenko, Ossip Zadkine und Marc Chagall. In diesen Ateliers hausten Künstler aus der ganzen Welt. In den Räumen der Russen schluchzte ein gekränktes Modell. Bei den Italienern erklangen Gesang und Gitarrenmusik. Bei den Juden wurde leidenschaftlich diskutiert. Und ich saß allein in meinem Atelier vor meiner Petroleumlampe. Ein Atelier voller Zeichnungen und Leinwände, die in Wirklichkeit gar keine waren, sondern meine zerrissenen Tischdecken, Laken und Hemden. Der Tag bricht an. Dort drüben in der Ferne wird das Vieh geschlachtet. Die Kühe muhen und ich male sie. 1909, 1910 wurde La Ruche zum Mittelpunkt des Geschehens. Nun kamen auch Künstler aus den Städteln und kleinen Dörfern Osteuropas, die an Armut gewöhnt waren. Manche von ihnen hatten bereits an Kunstakademien studiert, kamen aber dennoch nach Paris, weil die Stadt in Mode war. Alle wollten sie in der Stadt der Lichter leben. In La Ruche lebten die Künstler in einer echten Gemeinschaft. Sie konnten dort malen und Kurse mit Modellen besuchen. Sie schliefen und aßen dort. Die meisten sprachen kein Französisch, sondern Jiddisch, Russisch oder Polnisch. And Russian and Polish.
Und dann schrieben sie sich an den Akademien von Montparnasse ein. Diese Akademien bereiten ihre Studenten auf die Zulassungsauswahl für den jährlichen Pariser Salon vor. Nur akademische Werke werden dort ausgestellt. Und die Professoren wachen darüber, dass die heiligen Traditionen bewahrt werden. Donc, six mois de Paris. Six mois de Paris à l'école. Six mois perdus pour rien. Des vexations. Un tas de choses inutiles. Entouré par des gens qui font de la carrière. Et vous, petit bonhomme, rejeté un peu en arrière, regardez avec mépris par tous ceux qui préparent les prix de Rome. Sie bildeten eine Gemeinschaft, aber sie fühlten sich keiner Stilrichtung, wie etwa dem Kubismus oder dem Fauvismus zugehörig. Die Künstler von La Ruche hatten kein Manifest, denn sie malten in keinem einheitlichen Stil. Die Atmosphäre von La Ruche und der Kontakt mit dem kreativen Geist der Stadt beeinflussen das Werk dieser Künstler spürbar. Jeder einzelne von ihnen interpretiert die neuen Strömungen auf seine Weise, in seinem persönlichen Stil. Die Freundschaft zwischen dem russischen Maler Marc Chagall und dem Schweizer Schriftsteller Blaise Cendrars ist ein weiteres Beispiel für den kreativen Wettstreit zwischen Malern und Dichtern. Se Cendrars le premier venu dans mon atelier, tout seul. Il a surtout j'étais avec lui aussi parce qu'il parlait russe. Et moi vraiment je ne savais pas encore bien parler. Pour acheter du pain ou des choses, ça c'était une grande difficulté pour moi apprendre. Demander le tableau voir parce que je ne montrais pas. Alors je montais le tableau. Quand il avait un poème neuf, il venait souvent à l'atelier le lire. Blaise Cendrars verfasst ein Porträt von Marc Chagall. Er schläft. Er ist erwacht. Plötzlich malt er. Er nimmt eine Kirche und malt mit einer Kirche. Er nimmt eine Kuh und malt mit einer Kuh. Mit einer Sardine, mit Köpfen, Händen, Messern. Er malt mit einem Ochsenziemer. Er malt mit allen schmutzigen Leidenschaften einer jüdischen Kleinstadt, mit der übersteigerten Sexualität der russischen Provinz. Für Frankreich. Eine Begeisterung für schwer vorstellbare Bilder. Abgerissene Köpfe und Glieder, fliegende Kühe. Ich erinnere mich an all das. Und du, Cendrars? Paris besteht aus einzelnen historischen Schichten und viele davon haben mit Cafés zu tun. Die Bedeutung der Cafés für das Leben der Pariser Künstler kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Sie wohnten in Hotelzimmern oder in winzigen, ungeheizten Wohnungen. Für den Preis einer Tasse Kaffee hatten sie es warm, konnten die Toilette benutzen und ungestört schreiben oder zeichnen. Bei den Stammgästen der Cafés handelt es sich nicht zwangsläufig um Intellektuelle. Es sind Menschen, die nicht gern zu Hause sitzen, sondern lieber im Café über Kunst, Kultur oder Politik diskutieren. Ihr
Im 19. Jahrhundert ist Frankreich zwar eine Demokratie, in der eine größere Redefreiheit herrscht als in vielen anderen Ländern Europas, doch das Versammlungsrecht ist streng geregelt. Entsprechende Genehmigungen sind schwer zu bekommen und werden häufig verweigert. Um das Verbot zu umgehen, trifft man sich im Café. Ein Ritual, das sich schließlich zur Tradition entwickelt. Sie planten neue Ausstellungen und Literaturmagazine und suchten nach Verlegern für ihre Romane. Und natürlich fanden die Herausgeber der kleinen Zeitschriften hier auch ihre Autoren. Die Cafés waren eine Börse für all die neuen Ideen und Einflüsse, die die Malerei und Literatur revolutionierten.1910 verlagert sich das Zentrum der Pariser Künstlerszene allmählich von Montmartre nach Montparnasse, also vom rechten an das linke Seineufer. Et là nous étions il ne faut pas oublier aussi que Montparnasse était un village, une petite ville de province, l'herbe poussait entre les pavés. Tout cela se passait entre nous. C'était des disputes très violentes quelquefois, des brouilles, des haines, des amours. Mais tout ça était entre nous. An der Rue Vavin in Montparnasse lagen strategisch günstig vier Cafés: Le Dôme, La Rotonde, La Coupole und Le Select. Sie bildeten fast so etwas wie eine Art Vorposten der Avantgarde. Diese Cafés entwickelten sich zu Künstlertreffpunkten. Hier saßen sie draußen auf den breiten Trottoirs und zeichneten. Das gab es nur in Paris. Paris était une ville libre, une ville ouverte, que d'ailleurs nous avons prise, puisque toute la révolution de l'art s'est produite à cette époque. Paris steht für den Glanz vergangener Zeiten und den Übermut der Gegenwart. Für Kunstliebhaber aus aller Welt aber bedeutet die französische Hauptstadt vor allem Zukunft. Dennoch erregen in diesen Jahren die Retrospektiven dreier Meister des 19. Jahrhunderts großes Aufsehen. Zwischen 1903 und 1907 geschah sehr viel. Vor allem gab es Ausstellungen der drei Maler des späten 19. Jahrhunderts, die als Vorläufer des Fauvismus gelten: Gauguin, Cézanne und Van Gogh. Die Gauguin-Retrospektive von 1903 hatte große Bedeutung. Der Maler hatte die letzten Jahre seines Lebens in der Südsee verbracht und war auch dort gestorben. Viele seiner Werke waren also noch nie gezeigt worden und stießen bei seinen Künstlerkollegen auf außerordentliches Interesse. Der Fauvismus ist eine Mischung aus drei oder vier postimpressionistischen Stilen, quasi ein Impressionismus mit erhöhter Temperatur. 1905 gilt vielen Kunsthistorikern als der Beginn des 20. Jahrhunderts. In jenem Jahr erblickte ein eher konservativer, typisch französischer Kritiker in einem Ausstellungssaal des Pariser Herbstsalons die leuchtend bunten Bilder von Matisse, Durin und Vlaminck. Er war entsetzt und bezeichnete sie als Fauve, als wilde Tiere. This
Dieser Moment gilt, zumindest in der Kunstgeschichte, als der Beginn des 20. Jahrhunderts. Unter allen Bildern des Herbstsalons 1905 erregt die berühmte Frau mit Hut von Henri Matisse das größte Aufsehen und den Unmut des Publikums. Die Schriftstellerin Gertrude Stein gehört zu den ersten Sammlerinnen moderner Kunst. In ihrer Autobiografie von Alice B. Toklas beschreibt sie diese Episode mit der Stimme ihrer Lebensgefährtin Alice als einen Wendepunkt in Matisses Karriere. Damals zweifelte Matisse sehr an seiner Arbeit. Er durfte nicht mehr in den offiziellen Salons ausstellen. Als dann der erste Salon der Unabhängigen veranstaltet wurde, wurde er um seine Teilnahme gebeten. Und er schickte sein Bild »Frau mit Hut«. Dieses Bild überraschte durch seine Farben und seine Struktur. Die schockierten Besucher versuchten, die Farbe mit den Fingernägeln abzukratzen. Gertrude Stein verstand das nicht. Das Bild erschien ihr vollkommen natürlich. Sie beschloss, es zu erwerben. Es wurde verhöhnt und verspottet und dann verkauft. Bei diesem Herbstsalon entdeckt Georges Braque die leuchtenden Farben des Fauvismus. Er ist sofort begeistert und freundet sich mit den ausgestellten Künstlern an. Matisse und Durand haben mir den Weg gezeigt. Im Folgejahr 1906 übernimmt er selbst den Stil und die Farben des Fauvismus. When Braque started to see, als Braque sah, dass seine Fauvisten-Freunde Matisse, Marquet und Derain mit grellen, bunten Farben malten, tat er es ihnen gleich. Und das in hervorragender Weise. Im Februar 1907 stellt Braque im Salon der Unabhängigen 6 neue fauvistische Werke aus. Alle Bilder werden verkauft. Und dann entdeckte er Cézanne. Er hat Cézanne aufmerksam studiert und seinen Stil daraufhin verändert. Cézanne ist der Künstler, der den größten Beitrag zur Entwicklung der Pariser Kunst des frühen 20. Jahrhunderts und sicherlich auch zur Entstehung der modernen Kunst im Allgemeinen geleistet hat. Nach seiner Retrospektive im Jahr 1907 wird Cézannes Einfluss in vielerlei Hinsicht spürbar. Hierbei muss ich betonen, dass jeder Künstler ihn anders interpretiert. Für Matisse steht Cézanne für ein Gespür für Stabilität und Farbe. Für Picasso geht es bei Cézanne um das Aufbrechen von Stabilität. Beide Maler betrachten ihn als ihr Vorbild. Cézanne's influence 1910 ist Cézannes Einfluss so groß, dass sich alle modernen Künstler auf ihn berufen. Die Cézanne-Retrospektive im Jahr 1907 spielt auch eine entscheidende Rolle bei der Entstehung des Kubismus. Hier geschieht alles gleichzeitig. Die Cézanne-Ausstellung von 1907 kündigt sowohl das Ende des 19. Jahrhunderts als auch den Beginn des 20. Jahrhunderts an. Together. 1907 wird die Sensationslust der Pariser von 2 Malern befriedigt. Matisse zeigt erstmals seinen blauen Akt. Und Picasso malt Les Demoiselles d'Avignon. Im selben Jahr macht er 2 wichtige Bekanntschaften, die sein Leben verändern werden. Er begegnet einem Maler, mit dem er sich in ein gemeinsames künstlerisches Abenteuer stürzen wird, und er lernt seinen größten Bewunderer und treuesten Freund kennen. P.
Picasso trifft Daniel Henri Kahnweiler. Der Kunsthändler ist der Erste, der sich für die Kubisten einsetzt und somit eine Schlüsselfigur für die Entwicklung der modernen Kunst. Kahnweiler wird fast 95 Jahre alt und ist der letzte Zeitzeuge dieser Epoche. Un beau jour, je vis entrer un jeune homme, dont l'aspect me frappait beaucoup. Il était très mal habillé, pantalon de velours, veston, au cou déchiré avec des souliers boueux. Il était poussiéreux, mais il avait des yeux admirables qui me frappaient immédiatement, les cheveux d'un noir de corbeau, une très belle tête. Il était petit. Ce jeune homme, sans rien dire, fit le tour de la galerie, regardait tout ce qu'il y avait. Einige Zeit später besucht Kahnweiler den schlecht gekleideten jungen Mann in seinem Atelier im Bateau Lavoir. Dans cette étrange pièce, cette pauvre pièce dans laquelle j'entrais, il y avait un très gros chien, une très belle femme. Il y avait des toiles roulées ou sur châssis qui traînait partout. Et il y avait ce grand tableau qui a été le point de départ du cubisme des demoiselles d'Avignon. Selbst Picassos Freunde waren überrascht. Einer meinte, was würdest du sagen, wenn dich deine Mutter mit so einem Gesicht vom Bahnhof in Barcelona abholte? Ein treuer Sammler sagte mit Tränen in den Augen, welch ein Verlust für die französische Kunst. Die Demoiselles d'Avignon sollten Picassos Atelier 4 Jahre lang nicht verlassen. An den Wänden seines Ateliers hingen afrikanische Masken und Musikinstrumente. Picasso, Derain, Matisse und Braque wetteiferten damals darum, wer die schönste afrikanische Maske auftreiben würde. Die Afrika-Masken haben mir neue Horizonte eröffnet. Dank ihrer habe ich meine Instinkte wiederentdeckt. Doch auch die afrikanischen Masken haben Georges Braque nicht auf den Schock vorbereitet, den er 1907 im Bateau Lavoir erleidet. Kahnweiler macht Braque mit Apollinaire bekannt und dieser bringt ihn sofort mit Picasso zusammen. An diesem Tag sieht Braque in Picassos Atelier erstmals die Demoiselle d'Avignon. Es ist, als wolltest du uns Werk zu essen und Petroleum zu trinken geben. Eines Tages wird sich Picasso noch hinter diesem Bild aufhängen. Die Demoiselles d'Avignon waren kein rein kubistisches Werk, sondern eine barbarische Konstruktion. Nicht fauvistisch, aber auch noch nicht kubistisch. Ein sehr seltsames Bild, von dem keiner wusste, ob es gut oder schlecht war. Auf jeden Fall war es absolut neu, ein Bruch mit allem. Braque war schockiert, verständlicherweise, denn er war ein kultivierter Franzose und nun das. Dieses Bild kam von Gott weiß woher. Nobody knows where. And he started to study. Er studierte es und dachte nach. Und kurz darauf malte er seinen eigenen großen Akt, der ebenfalls etwas ganz Neues war. Again something new. In der französischen Kunstgeschichte gab es nur ein vergleichbares Werk, Les Demoiselles d'Avignon. »1908 malte Braque in der Provence, der Heimat Cézannes. Sein Werk nimmt nun vollkommen neue Dimensionen an. Im Herbstsalon desselben Jahres stellt er 6 Bilder aus, zu denen Cézanne ihn inspiriert hat. Doch obwohl seine Freunde, die Fauvisten, Mitglieder der Jury sind, werden alle Bilder abgelehnt. Sie wiesen den jungen Fauvisten zurück, obwohl sie gehofft hatten,
dass er einer der besten Maler ihrer Gruppe werden würde. Er hatte sich für einen sehr merkwürdigen Weg entschieden, den sie nicht verstanden. Kahnweiler bietet Brack daraufhin an, die Bilder in seiner eigenen Galerie auszustellen. Am 9. November 1908 sind dort erstmals kubistische Werke zu sehen. Der Kunstkritiker Louis Vossel schreibt einen Bericht über diese Ausstellung. Wie schon beim Impressionismus und Fauvismus verwendet er auch diesmal einen Begriff, mit dem später die gesamte künstlerische Bewegung bezeichnet wird. Monsieur Braque ist ein kühner junger Mann und vielleicht etwas zu fasziniert von Cézanne. Er verachtet die Form und löst alles, Landschaften, Gestalten, Häuser, in Kuben auf. Der Einzige, der ihn verstehen konnte, war Picasso. Braque und Picasso besuchten sich gegenseitig in ihren Ateliers. Beide zeigen großes Interesse an der Arbeit des anderen. Und dann gingen beide Maler ihrer Wege und malten in einem Stil, der eine Mischung aus Cézanne und etwas anderem Interessanten war. Als sie sich erneut trafen, stellten sie fest, dass sie ganz ähnliche Bilder gemalt hatten. In einem Stil, der Matisse und den anderen Fauvisten nicht gefiel. Bald arbeiteten sie zusammen, tauschten Ideen aus, korrigierten und inspirierten sich gegenseitig. Da wir beide in Montmartre wohnten, sahen wir uns jeden Tag und diskutierten viel. Damals sprachen wir über Dinge, die heute niemand mehr verstehen würde. Wir waren wie eine alpine Seilschaft. Braque and Picasso used to spend the mornings together in a little cheap room, a studio that they rented. And there they talked and talked and talked and talked. They talked there for, I should think it must have been 2 or 3 months, and they just spent gabbling, saying yes, 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 but no, now listen to me. And then back and forth it went. And they hammered out between them the beginnings of Cubism. So at one moment, irgendwann um 1910, 1911 war nicht mehr zu erkennen, welche Bilder von Braque und welche von Picasso stammten. Unmöglich. Cubism was, of course, a very occult new way of regarding what you could not see. I think Gertrude Stein was very helpful when she said, the point of Cubism is that you paint. And I had this from Picasso, she said. She didn't at all. She helped make it up herself. But she said, after all, you paint what you know is there, not what you can see. En se faisant, ils sont parvenus, me semble-t-il, à découvrir que la peinture était en fait une écriture, que tout ce qui s'inscrivait sur le tableau était des signes qui signifiaient le monde extérieur et non point un reflet pur et simple de ce monde extérieur. Das Publikum sieht sich jedoch nicht genötigt, sich mit dem Kubismus auseinanderzusetzen. Gertrude Stein dagegen hat keinerlei Schwierigkeiten, den Code zu entschlüsseln. Sie gehört zu den ersten Sammlern von Picassos kubistischen Werken. Well, Gertrude Stein, of course, was the most phenomenal woman living in Paris at that time. Was phenomenal from the viewpoint of a personality, of a writer, of a woman who developed her own particular fame, her own particular style of writing. And whose writing became a memento to herself and to her period in Paris.
Doch Gertrude Stein wird erst in den 30er Jahren mit ihrer Autobiografie von Alice B. Toklas zu dem Bekanntheitsgrad gelangen, den sie ihrer Meinung nach schon immer verdient hatte. Bis dahin ist sie vor allem in den Vereinigten Staaten als eine der ersten Sammlerinnen moderner Kunst und Gastgeberin ihres berühmten Salons bekannt. Ich war in die Rue de Fleurus eingeladen worden, zu ihrem Salon am Samstagabend. Und alle waren gekommen. Ich flüsterte Picasso zu, dass mir sein Porträt von Gertrude Stein gefalle. Alle finden, es sei ja nicht ähnlich, sagte er mir. Aber sie werden schon sehen. Eines Tages wird sie ihm ähneln. Gertrude Stein betrachtet ihre Schriften als eine literarische Form des Kubismus. Der Kubismus ist wahrscheinlich die wichtigste geistige Revolution des 20. Jahrhunderts. Denn er berührt nicht nur die Malerei, sondern auch viele andere Bereiche. Während der Kubismus die Malerei und Bildhauerkunst revolutioniert, spricht ganz Paris von einem neuen Bühnenspektakel. Es ist das Werk eines extravaganten russischen Genies, Sergei Diaghilev, dessen Ballet Russe eine ganz neue Form etablieren wird. Dank der Werke Igor Strawinskys, darunter vor allem Der Feuervogel, avanciert Paris zur neuen Hauptstadt der modernen Musik. Diaghilev war wohl die bedeutendste Persönlichkeit der damaligen Kunstwelt. Nicht nur, weil er die Ballet Russe leitete, sondern auch, weil dieses Ensemble Künstler aus ganz unterschiedlichen Bereichen vereinte. Tänzer, Choreografen, Maler, Bühnenbildner, Komponisten und Musiker. All diese zeitgenössischen Künstler trafen sich bei den Ballets Russes. Und natürlich veränderte Sergei Diaghilev auch das Ballett selbst, indem er ihm eine dynamische und moderne Form gab. Paradoxerweise werden die Ballets Russes niemals in Russland auftreten. Im Frühjahr 1909 holt Diaghilev viele hervorragende Tänzer der kaiserlichen Ballettschule von St. Petersburg nach Paris. In der Folge entstehen zahlreiche prächtige Aufführungen. Die Ballets Russes entstanden eigentlich erst in Paris, wo sie neue Werke wie den Feuervogel und Petruschka mit Choreografien von Michel Fokine aufführten. Der Erfolg war so groß, dass Diaghilev beschloss, ein ständiges Ensemble im Westen zu gründen, mit Sitz in Paris. Mit seinem gebildeten Publikum und seinen reichen Mäzenen bietet Paris die Unterstützung und Freiheit, die Diaghilev benötigt. Im Gegenzug schenkt das russische Genie der Stadt immer neue Sensationen, die sie so sehr liebt. Als junger Mann hatte Diaghilev Kompositionskurse besucht. Einige seiner Werke legte er dem russischen Komponisten Rimsky-Korsakow vor. Aber Rimsky sagte ihm offenbar, dass seine Musik absurd sei. Daraufhin stürmte Diaghilev wütend aus dem Raum. Er war zutiefst verletzt und hat nie wieder etwas komponiert. Dennoch war dies eine hervorragende Ausbildung für einen Impresario, der bei Strawinsky, Prokofjew und vielen anderen Komponisten Werke in Auftrag geben sollte. Er wusste genau, wenn etwas mit der Orchestrierung nicht stimmte. Mit den Ballets Russes konnte sich Diaghilev seinen größten Traum erfüllen. Er stellte den männlichen Tänzer in den Mittelpunkt seiner Ballette und schuf große Rollen für seinen Liebhaber Vaslav Nijinsky. Often people say, did he really jump so high?
And I always say, I don't know how far from the ground, but I know it was near the stars. And indeed, in everything he extracted the essence. In Sylphide, he was the very soul of Chopin. In Petrushka, he was like the pain of every man weighted down by fate. And when he did Faun, he was a completely dehumanized creature, half animal, but not so much animal as nature in general. Unter Diaghilevs Führung begann Nijinsky, seine kreativen Talente zu offenbaren. Diaghilev war ein Mentor. Das Fördern junger Talente lag in seiner Natur. Und er ermutigte Nijinsky schon bald, als Choreograf zu arbeiten. So entstand das Ballett Nachmittag eines Fauns. Für Nijinskys erste Choreografie wählt Diaghilev ein Gedicht von Stéphane Mallarmé aus, das Claude Debussy zu seinem Musikstück Prélude à l'après-midi d'un Faun inspirieren wird. Es geht um die Gemütszustände eines Fauns, vom Erwachen über Träumereien bis zum schläfrigen Nachsinnen über einige Nymphen. Debussy beschloss, traditionelle Melodien zu vermeiden. Er bezeichnete sie als antilyrisch, weil sie nicht in der Lage seien, die Veränderung der Seele und des Lebens auszudrücken. Stattdessen verwendet er ein kleines Motiv, das sich ständig in unerwartete Richtungen bewegt, um den Gedankengängen des Fauns zu folgen. Nijinskys Choreografie verursachte einen Skandal. Es gibt keine Hebungen. Die meisten Bewegungsabläufe des klassischen Balletts fehlen. Die Choreografie des großen Ballettgotts enthält nur einen einzigen Sprung und ist sehr erotisch. Am Ende hebt er den Schleier der Nymphe auf, nimmt ihn mit auf seinen Felsen und schläft mit ihm. Diaghilev always thought in terms of the creative artist and went through the direst difficulties financially, always being kept afloat by his friendships and occasional alliances with the Otto Khans and the Aga Khans and Chanel, and feels that he used all this society world for his aims. There's something magnificent about it. Diaghilev ist ständig bemüht, für die nächste Saison die bedeutendsten Maler und Komponisten zu verpflichten. Seine finanziellen Probleme lässt er dabei außer Acht. Sein berühmtes Credo, erstaune mich, klingt wie ein Appell an die modernen Künstler, die zum ersten Mal für ihn ein Ballett komponieren oder Bühnenbilder und Kostüme entwerfen.
20 Jahre lang lassen sich die Pariser von den Triumphen der Balletrüst begeistern. Den größten Anklang finden sie bei der Avantgarde, die sie zu kühnen künstlerischen Allianzen veranlassen. Die Maler werden von Picasso angeführt. Er wird Mitglied der großen Familie der Balletrüst. Er entwirft nicht nur die Bühnenbilder und Kostüme für 5 Ballette, sondern heiratet auch eine hinreißende russische Tänzerin. Die Erfolge von Igor Strawinskys Feuervogel und Petruschka sind ein Triumph für die progressiven Komponisten von Paris. Es folgen weitere Ballette nach 9 Werken von Sergei Prokofjew, Manuel de Falla, Erik Satie, Maurice Ravel und Claude Debussy. Plötzlich erscheint ein Werk, das nur aus nacktem Rhythmus besteht. Le Sacre du Printemps war vielleicht das radikalste von Strawinskys Balletten. Diese Geschichte eines heidnischen Rituals, bei dem sich eine Jungfrau zu Tode tanzt, treibt ihn bis zum Äußersten. Er experimentiert hier mit der primitiven Kraft des Rhythmus und der Wiederholung, um auf diese Weise Spannung zu erzeugen. Dann folgt der nächste Block, eine grundlegend neue Struktur entsteht. Als Strawinsky auf Einladung von Diaghilev in Paris eintraf, war er noch gar kein Avantgarde-Musiker. Unter dem Einfluss der Pariser Kultur entwickelte er sich jedoch weiter und avancierte zu einem modernen Komponisten. Er ist hier. Where I had my books and so on, you know, and I put on the door. It is here in French. It is here that I am composing the Sacre du Printemps. And I cite Igor Stravinsky. When I finished composing the Rite of Spring, I played it for Diaghilev. He listened a little while, and then he said, "Will it last a very long time this way?" And I said, "To the end, my dear." Nijinskys Choreografie ist genauso kühn und gewagt wie Strawinskys Musik. Strawinsky arrived. And he sat down to the piano. I think he watched the rehearsal first. He was appalled. He said, "This is not at all the tempo. This has got to be quicker. This has got to be slower." Nijinsky said, "This can't be quicker and this can't be slower. I know what the dancers can do." There was an epic battle between them. Stravinsky sat at the piano and trying to make an orchestra, he stamped with his feet and banged with his hands on the piano here and there and shouted and sang and so on. And you know, I can't remember who won. Le Sacre du Printemps schockierte das Publikum schon rein musikalisch. Und Nijinskys Choreografie machte die Sache nicht besser. Dieses Ballett war eine Beleidigung für das empfindliche Publikum. When started the sacrifice of the maiden, she had to stand, her feet turned in, her hands under her chin, and trembling like that. So somebody in the audience from the gallery shouted, "Un docteur!" And somebody else shouted, "Un dentiste!" And somebody else shouted, "Deux dentistes!" And of course, lots of people laughed, others shrieked. The pandemonium was absolutely. Es überrascht nicht, dass diese Aufführung in der explosiven Atmosphäre des Jahres 1913 einen Skandal auslöste.
Der Krieg stand kurz bevor und dies war nicht der Zeitpunkt für einen Angriff auf die französischen Traditionen. So kam es zu den berühmten Tumulten im Theater, bei denen die Akteure als Verräter, Modernisten und Boche geschmäht wurden. In 1913 ging das Ensemble auf Südamerika-Tournee, während Diaghilev in Europa blieb. Eine junge Frau, die ein Auge auf Nijinsky geworfen hatte, nutzte die Gelegenheit, um ihn zur Heirat zu überreden. Diaghilev lässt sich nicht anmerken, in welchen Sturm der Gefühle ihn die Nachricht von Nijinskys Hochzeit versetzt. Doch zur Verblüffung des jungen Tänzers wirft er seinen ehemaligen Liebhaber kurzerhand aus dem Ensemble. Diaghilev muss für sein nächstes Ballett schnell einen neuen Choreografen und Solotänzer finden. Die Suche hilft ihm, die schmerzliche Trennung zu verarbeiten. Leonid Massin ersetzt Nijinsky nicht nur bei den Ballets Russes, sondern auch als Diaghilevs Liebhaber. Braque und Picasso verbringen den Sommer 1914 erneut in der ländlichen Umgebung von Avignon, wo sie gemeinsam malen und in eine neue Phase des Kubismus eintreten. Dieser Sommer kündet das Ende ihrer Zusammenarbeit und ihrer Freundschaft an. Wir verbrachten unsere Ferien nicht sehr weit voneinander in der Nähe von Avignon, als die Mobilmachung angeordnet wurde. Braque und Derain wurden eingezogen. Ich habe sie am Bahnhof verabschiedet und nie mehr wirklich wiedergefunden. Der Erste Weltkrieg hat nachhaltigen Einfluss auf die Pariser Avantgarde. Zu den einberufenen französischen Künstlern gehören Fernand Léger, Georges Braque, André Derain und André Breton. Auch viele ausländische Künstler melden sich freiwillig zur Armee, darunter Guillaume Apollinaire, Blaise Cendrars und Ossip Zadkine. Der Krieg schafft eine Kluft zwischen denen, die in den Kampf ziehen, und denen, die den Dienst an der Front verweigern. Braque und Picasso werden jahrelang nicht miteinander sprechen. Wir könnten meinen, dass der Erste Weltkrieg auf eine Randerscheinung wie die Avantgarde keine größeren Auswirkungen gehabt hätte. Doch sie war alles andere als eine Randerscheinung. Sie war ein fester Bestandteil der französischen Gesellschaft. Und als diese sich mit dem Krieg konfrontiert sah, war auch die Avantgarde betroffen. Ausländer und insbesondere Deutsche waren plötzlich verdächtig. Der wichtigste Kunsthändler der Kubisten, Daniel Henri Kahnweiler, war ein Deutscher. Seine Bilder wurden von der französischen Regierung konfisziert. Juan Gris, der Spanien verlassen hatte, um seiner Einberufung zu entgehen, fürchtete seine Verhaftung und Ausweisung. Er schrieb sorgenvolle Briefe an Kahnweiler. Lieber Freund, Sie können sich in Ihrem Exil gar nicht vorstellen, wie groß hier der Argwohn gegen Ausländer jedweder Nationalität ist. Es gibt schreckliche Gerüchte und schlimme Anschuldigungen gegen mich und gegen alle, die mit Ihnen in Verbindung standen. Philippe Suppot sagte einmal zu mir, Sie können das nicht verstehen, weil Sie die damalige Propaganda nicht erlebt haben.
Das war unglaublich. Nur ganz wenige Menschen widerstanden der Propaganda. Plötzlich waren alle Deutschen Feinde, die getötet werden mussten. Der Krieg bot den rechten Traditionalisten und Konservativen in der Pariser Kunstwelt Gelegenheit, gegen Ausländer und den in ihren Augen unpatriotischen und schädlichen Einfluss der Pariser Avantgarde zu hetzen. Sie beschuldigten den Kubismus, eine deutsche Bewegung zu sein. Was ich nicht verstehe, muss zwangsläufig feindlich sein. Damals hieß der Feind Deutschland, also war der Kubismus eine deutsche Kunst. Die Künstler begannen, sich um das Image ihrer Kunst zu sorgen. So entstand eine von Picasso angeführte Gegenbewegung zum Kubismus, der Neoklassizismus. Picassos Porträts aus dieser Zeit sind hierfür das beste Beispiel. Das sind Ingres-Imitationen. Paris erlebt in dieser Zeit eine Art Ingres-Revival, dem sich auch Juan Gris und alle Kubisten anschlossen. Bald sind die Galerien voller patriotischer Bekundungen von Malern, deren letzte kubistische Gemälde gerade erst getrocknet sind. Picasso wurde Feigling genannt. Schließlich war er ein gesunder junger Mann. Angeblich wurden ihm ein paar weiße Federn überreicht. Damals ein Symbol für Feigheit. Im Winter 1915 erlebt Picasso eine schwere Zeit. Seine engsten Freunde Apollinaire und Braque wurden einberufen. Sein Kunsthändler Kahnweiler ist im Exil. Picasso gerät wegen seiner kubistischen Bilder in die Kritik. Und seine Weigerung, Kriegsdienst zu leisten, wird ihm als Treulosigkeit gegenüber Frankreich ausgelegt. Da beschließt Jean Cocteau, sich mit Picasso anzufreunden. Der Zeitpunkt könnte nicht günstiger sein. Picasso ist bereit. Picasso betrachtete mich sofort als Freund und machte mich mit Malern und Dichtern bekannt. Cocteau möchte sich der Avantgarde annähern, indem er Picasso zu dem Ballet Russe holt. Das zeigt, dass die Avantgarde großen Einfluss gewinnen konnte. Nicht nur unter den Künstlern selbst, sondern auch im Bereich der Kultur im Allgemeinen. Parade erzählt die Geschichte eines kleinen Wandertheaters, das auf einer Pariser Straße Ausschnitte aus einer Vorstellung spielt, um Passanten in die Vorstellung zu locken. Unter den handelnden Personen sind ein chinesischer Zauberkünstler, ein kleines amerikanisches Mädchen und zwei Akrobaten. Picasso entwarf einen wundervollen Bühnenvorhang in seinem neuen neoklassizistischen Stil. Die Kostüme für Parade erinnerten an fantastische kubistische Skulpturen. Cocteau wollte ganz einfach beweisen, dass der Modernismus auch eine patriotische Seite hatte. Unglücklicherweise engagierte er für Parade einen Komponisten und einen Kostümbildner, die vollkommen andere Vorstellungen hatten. Cocteau dachte ziemlich konservativ,
außer im künstlerischen Bereich. Doch mit Picasso hatte er einen Mitarbeiter, der den Kriegsdienst verweigerte und überhaupt kein Nationalist war. Der Komponist Satie war Sozialist, der später Kommunist wurde. Und so stellten Satie und Picasso sehr schnell fest, dass sich ihre gemeinsamen Vorstellungen stark von denen Cocteaus unterschieden. Jean Cocteau schreibt einem Freund, der ebenfalls an der Produktion beteiligt ist: Machen Sie meinem lieben Freund Satie klar, dass auch ich meinen Anteil an Parade habe und es nicht nur Picasso und ihn gibt. Es kränkt mich, wenn er beim Anblick Picassos verzückt ausruft: Sie sind mein Meister. Cocteau war natürlich verstimmt, denn 1917 war nicht der ideale Zeitpunkt für ein satirisches Ballett über die Kriegspropaganda. Es hatte furchtbare Verluste an der Westfront gegeben, und mit dieser Aufführung sollten eigentlich die Soldaten geehrt werden, die kurz zuvor in den östlichen Ardennen getötet oder verletzt worden waren. Apollinaire, der ein Geleitwort für das Programm zu Parade geschrieben hat, sitzt am Premierenabend im Publikum. Der Dichter ist in Uniform gekommen und trägt seine militärischen Auszeichnungen. Da er im Kampf schwer verwundet wurde, ist sein Kopf bandagiert. Ce pansement nous a beaucoup servi parce que quand nous avons donné Parade, qui a été un très grand scandale, les femmes voulaient nous à cette époque les femmes avaient des épingles à chapeau, elles voulaient nous crever les yeux avec leurs épingles à chapeau à Picasso, à Satie et à moi. Et Apollinaire les impressionnait à cause de son pansement, à cause de son pansement héroïque. Et il nous a sauvés comme un véritable héros. C'est là où nous avons entendu un monsieur dire à l'autre: « Si j'avais su que c'était si bête, j'aurais amené les enfants. » Qui était un grand compliment. Am 9. November 1918, zwei Tage nach Unterzeichnung des Waffenstillstands, stirbt Guillaume Apollinaire. Durch seine Kriegsverletzungen geschwächt, erliegt er der spanischen Grippe, die in jenem Jahr grassiert. Diese Pandemie wird in Europa und in Amerika 20 Millionen Menschen dahinraffen. In einem seiner letzten Kriegsgedichte verfasst Apollinaire seine eigene Grabinschrift. Ich hinterlasse der Zukunft die Geschichte von Guillaume Apollinaire, der in den Krieg zog und überall gewesen ist. In den glücklichen Städten des Hinterlands, im gesamten restlichen Universum, in denen, die sich im Stacheldraht verfingen und starben, in den Frauen, in den Kanonen, in den Pferden, im Zenit, im Nadir, in allen vier Himmelsrichtungen und in der einzigartigen Begeisterung dieses Vorabends. In den 20er Jahren verändert sich die Welt radikal und mit rasender Geschwindigkeit. Vor allem der Krieg hat die Denkweise der Menschen verändert. Es herrscht eine große Euphorie. Viele haben das Bedürfnis, das Leben zu feiern. Junge Männer wie der Schriftsteller Joseph Kessel, der gerade erst von der Front zurückgekehrt ist, finden in Montparnasse ihr Paradies. On avait gagné la guerre, on était sûr que c'était la dernière. Toute la vie s'ouvrait devant nous et une vie dont on croyait qu'elle serait admirable. Et un bouillonnement d'idées, d'art, de confrontation jusqu'à 5-6 heures du matin. Les amitiés se nouaient, la bourse était commune. Et c'était vraiment, je vous dis, une espèce de paradis d'une violence merveilleuse. Der großen Mehrheit der Europäer sind die Massaker des Ersten Weltkriegs jedoch in furchtbarer Erinnerung geblieben. Diese vier blutigen Jahre sind einer der Gründe für die nun einsetzenden politischen Proteste und sozialen Unruhen.
In der Kunst nennt sich die extremste Form der Rebellion Dada. Der Dadaismus attackiert die Kunst der Vergangenheit und der Gegenwart gleichermaßen heftig. Dada war eine Rebellion, ein plötzlicher Lebensdrang und Wutschrei. Es war eine Reaktion auf den unendlichen Stumpfsinn dieses absurden Krieges. Diese Wut musste sich artikulieren, auf die eine oder andere Weise. Der Dadaismus entsteht in der Schweiz, in einem Zürcher Kabarett, das im Publikum so angriffslustig ist wie das Programm. Kunst ist Kunst, wenn der Künstler sagt, dass es Kunst ist. Ein verständliches Werk ist Journalismus. Die Kunst ist tot. Die Kunst ist tot. Die Kunst ist tot. Der Name Dada wurde beim zufälligen Blättern in einem französischen Wörterbuch gefunden. Die Bewegung erlangt schon bald internationale Bedeutung. Auch die rebellischen jungen Intellektuellen von Paris unterstützen sie aktiv. Allen voran der Dichter André Breton. Einer ihrer Mitbegründer ist der rumänische Dichter Tristan Tzara. Der leidenschaftliche Dada-Anhänger nutzt die Medien mit der Raffinesse eines Hollywood-Agenten und baut weltweit Kontakte zu Avantgarde-Künstlern auf. Le programme de Dada était contrairement à ce qu'on pense communément la destruction, c'était de créer de nouvelles valeurs, renverser les valeurs existantes et pour cela évidemment pour les renverser, il fallait détruire les valeurs ayant cours communément et plus ou moins académiques. Et on ne peut pas construire si on ne détruit pas auparavant ce qui existe. André Breton und seine Freunde überreden Tristan Tzara, Zürich zu verlassen, um ihnen bei der Organisation des Pariser Dadaismus zu helfen. Anfang 1920 zieht Tzara nach Paris. Viele andere Dada-Künstler aus aller Welt werden seinem Beispiel folgen. Man Ray, Max Ernst, Francis Picabia. Selbst der stets zurückhaltende Marcel Duchamp kehrt nach Frankreich zurück. Von heute auf morgen wird Paris von der Dada-Bewegung auf den Kopf gestellt. Dada gibt den Künstlern das Recht, sämtliche Regeln zu brechen. Das Kino, eine noch junge Kunst, stellt für die Bewegung ein ideales Medium dar. In seinem Kurzfilm Vormittagsspuk bringt Hans Richter die Absurdität des Dada zum Ausdruck. Dada war provokativ, aber lustig. Sie spielten verrückt, doch sie meinten es ernst. Immer wieder kommt es bei den Dada-Veranstaltungen zu Tumulten. Von der Bühne herab beschimpfen die Künstler ihr Publikum, das sich mit Tomaten und Eiern revanchiert. André Breton dachte schon bald über etwas Neues, Konstruktiveres nach, denn Dada war negativ. Zusammen mit seinem Freund Philippe Soupeau verfasste er das erste automatisch geschriebene Buch mit dem Titel »Die magnetischen Felder«. Das war der eigentliche Beginn des Surrealismus. Es ging darum, wie im Traum zu schreiben und das Unbewusste zum Ausdruck zu bringen. Das Publikum spielte keine Rolle. Ganz entspannt aufschreiben, was immer einem in den Kopf kommt, ohne nachzudenken und so schnell wie möglich, um jede Kritik zu vermeiden. Das war automatisches Schreiben. André Masson bestrich seine Leinwände mit Leim. Dann nahm er Sand und warf ihn an die Leinwand, wo er haften blieb. Später fügte er Farbe hinzu. Auch das war ein automatischer Prozess. Ich würde den Surrealismus als französische Version des Dada bezeichnen. Obwohl die Begründer des Surrealismus Literaten sind, findet die Bewegung unter den Malern ihr größtes Echo. Der Surrealismus ermöglicht den bildenden Künstlern faszinierende Perspektiven,
indem er eine Tür zum Unterbewusstsein öffnet. Die Welt der Träume, ob real oder erfunden, inspiriert sie zu fantastischen Bildern und erstaunlichen Assoziationen. Über 30 Jahre lang wird der Surrealismus als herausragende internationale Bewegung fortbestehen. Mit so unterschiedlichen Künstlern wie Salvador Dali, Giorgio Di Chirico, René Magritte, und Juan Miró. Miró malte noch recht realistische und detaillierte Bilder, als André Masson zufällig sein Nachbar wurde. Mirós veränderter Stil zeigt deutlich, wie groß Massons Einfluss auf seine Arbeit war. Schriftsteller und Maler haben sich gegenseitig sehr stark beeinflusst. Il y avait alors donc Miró qui peignait lui un étrange tableau qui s'appelait La Ferme. Pendant deux ans, Miró a peint ce tableau. Et je me souviens que nous amusions d'ailleurs très gentiment, mais enfin on s'amusait un peu de ce peintre. C'était d'une très 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 méticuleux. En fait, il n'y a pas eu tellement d'évolution, mais passage rapide de La Ferme à autre chose. Ah oui, un passage très rapide, très très rapide. À ce moment-là, j'ai commencé à fréquenter les poètes, alors j'ai senti que j'avais le besoin de dépasser la peinture, de me rapprocher de la poésie. J'ai fréquenté beaucoup plus les poètes que les peintres. Et c'était la poésie qui m'intéressait par-dessus tout, après avoir subi une discipline plastique très sévère. À mon voisin était André Masson. C'est là où je connais Masson et c'est par lui que je connais tous les poètes. On vivait très fraternellement, en pleine misère à cette époque-là. Et La Ferme a disparu, et puis ça a été tout le commencement de cette carrière de peintre, que je trouve ma carrière éblouissante, de Miró. Marcel Duchamp betrachten Dadaisten und Surrealisten als einen der ihren. Doch der stellt eine eigene Bewegung dar. Kunst ist Kunst, wenn der Künstler sagt, dass es Kunst ist. Duchamp erntet Lob und Kritik für diesen Schlachtruf, der die westliche Kunst tiefgreifend verändern wird. Er langweilt sich schnell. Nur eine geistige Herausforderung kann seine Aufmerksamkeit dauerhaft fesseln. Als junger Mann in Paris malte Duchamp im Stil des Fauvismus. Später wechselte er dann zum kubistischen Stil. Er hat sozusagen die gesamte moderne Kunstgeschichte durchlaufen, bis er auf der anderen Seite wieder herauskam. Mit Francis Picabia und Man Ray verbindet Duchamp eine Freundschaft, die sich auf ihre gemeinsame Leidenschaft für die Kunst gründet. Picabia, Duchamp, Man Ray ont été les trois artistes, à mon sens, qui ont infléchi l'art moderne dans le sens de l'intellectualisation. Eh bien voilà, je pense qu'ils se sont peu souciés, à l'encontre de ce qui était courant à l'époque, de l'aspect rétinien, de l'aspect visuel de la peinture, de ce qu'on appelle le métier, la patte. Ils se sont intéressés à peindre des idées, si vous voulez. Par conséquent, la peinture n'était plus qu'accessoire, ils pouvaient utiliser n'importe quel truchement, des collages, des objets, des assemblages divers. Qu'est-ce qu'un tableau ordinaire? C'est un choix de couleurs, de formes qui sont décidées. Et après ce choix, on signe. Et le choix elle-même, si on ne fait rien sur la toile et qu'on ait simplement choisi un objet, le choix est l'action principale. Auf diese Weise entstanden seine sogenannten Ready-Mades. Sein erstes bestand aus dem Vorderrad eines Fahrrads, das er verkehrt herum auf einen Küchenhocker montierte. Damals war das für ihn noch kein Kunstwerk, sondern einfach ein hübsches Objekt für sein Atelier. Wenn er das Rad mit der Hand drehte, fing es das Licht ein und funkelte. So entstand die Idee der Ready-Mades.
Erstaunlich, dass Duchamp selbst diese Objekte eigentlich nie als Kunstwerke bezeichnet hat. Aber Generationen von Künstlern und Kritikern haben seitdem die Ready-Mades als Meilenstein der westlichen Kunst betrachtet. Wenn ein gewöhnliches industrielles Erzeugnis als Kunstwerk gelten kann, nur weil der Künstler es ausgewählt hat, was bedeutet das dann für die Definition von Kunst? Wer geglaubt hatte, die Antwort zu kennen, war sich nach Duchamp nicht mehr sicher. Seit den 60er Jahren, als die Pop-Art aufkam, und der Konzeptkunst der 70er Jahre, ist der Künstler, der die moderne Kunst am stärksten beeinflusst hat, ganz ohne Zweifel Marcel Duchamp. Zu Beginn der 20er Jahre erhält die internationale Avantgarde erstmals Verstärkung durch eine größere Gruppe von Amerikanern. Diese jungen Schriftsteller, die im Krieg in Europa gekämpft haben, bilden einen literarischen Zirkel. An den ausgelassenen Abenden, die sie während ihrer Fronturlaube in Paris verbrachten, haben sie sich in die Stadt verliebt. Paris wird sie ernähren, inspirieren und verändern. Wir hörten Strawinsky, betrachteten die Bilder von Picasso und Juan Gris und standen abends Schlange, um die Premieren der Ballet Russe von Diaghilev zu erleben. Ulysses von James Joyce war gerade erschienen. Ballette wie Le Sacre du Printemps gaben uns eine neue Vorstellung davon, was auf einer Bühne möglich war. Bei ihrer Rückkehr in die USA wurden sie mit einer sehr engstirnigen Gesellschaft konfrontiert, in der manche Bücher nicht veröffentlicht werden durften. Sie fühlten sich in vieler Hinsicht eingeschränkt, sowohl gesellschaftlich als auch kulturell. Wir kehrten mit vielen idealistischen Ideen für eine neue Welt zurück. Wir hatten für Freiheit und Demokratie gekämpft, nur um uns nun in unserem eigenen Land wie im Exil zu fühlen. Sie kehrten in ihre kleinen Heimatstädte zurück und fanden sie sehr provinziell. Das Leben dort war so ganz anders, als sie es in Paris erlebt hatten. Und so traten sie so schnell wie möglich die Rückreise an. Einer der Gründe, warum es den Amerikanern in Paris so gut gefiel, war die Prohibition, die damals in den USA herrschte. Alkohol war nur in illegalen Kneipen zu bekommen, während er in Europa und in Frankreich schlicht zum Alltag gehörte. Ihre Werke konnten sie in Paris veröffentlichen oder ausstellen. Das war in Amerika unmöglich. Außerdem fanden sie hier ein Publikum. Wer nichts veröffentlichen kann, wird auch nicht gelesen. Und die Leute, die Avantgarde-Bücher lesen und Avantgarde-Bilder sehen wollten, lebten hier in Paris. In Paris war das Leben unglaublich billig. Es war daher nicht unbedingt notwendig, einer geregelten Arbeit nachzugehen. Von einem Dollar ließ sich fast eine ganze Woche leben. Die Anziehungskraft von Paris lässt sich nur schwer von der Bedeutung von Orten trennen. Wir machen Orte zu einem Teil unseres Lebens und unserer Identität. Wir träumen von ihnen. Sie gehen in unser Unterbewusstsein ein. Paris bot eine Fülle von Eindrücken, besonders für Amerikaner, weil es so ganz anders als amerikanische Städte war.
Die Stadt war unbekannt, schön und elegant. Ein Ort, an dem sie sich selbst verwirklichen konnten, nachdem sie in den USA so unterdrückt worden waren. In Paris hatten sie die Freiheit, sich neu zu erfinden. Sie waren auf der Durchreise und sie erlebten ein Abenteuer, das ihr Leben und ihre Weltanschauung für immer verändern sollte. In Paris konnten sie sich als Künstler verwirklichen und unter Künstlern leben. Malcolm Cowley hat einmal gesagt, wir sind 5000 Kilometer weit gereist, um an einen Ort zurückzukehren, den wir aus Kriegszeiten kannten. Dort fanden wir das Amerika, über das wir schreiben wollten. Auch Ernest Hemingway findet in Paris das Amerika, über das er schreiben will. 1921 kehrt der 22-Jährige, frisch verheiratet mit seiner Frau Hadley, in die französische Hauptstadt zurück. Er hat Empfehlungsschreiben des Schriftstellers Sherwood Anderson bei sich, die er Ezra Pound und Gertrude Stein übergibt. In diesen Briefen heißt es, Hemingway verfüge über ein instinktives Gespür für alles Interessante. 1917 beschloss er, sich seinen Eltern zu widersetzen und nicht aufs College zu gehen. Stattdessen wollte er Reporter werden und die Welt bereisen. In Paris stürzte er sich zunächst in ein intensives Leseprogramm. Im Buchladen von Sylvia Beach las er neben den großen russischen Autoren auch Stendhal und Flaubert. Ezra Pound und Gertrude Stein waren seine wichtigsten Lehrer. Ezra Pound gibt Hemingway den guten Rat, Adjektive zu vermeiden, und Gertrude Stein sagt, fang noch einmal von vorn an und konzentriere dich. Bemerkungen sind keine Literatur. Beide kritisieren seine Kurzgeschichten. Ezra hatte manchmal recht, Gertrude immer. Obwohl Hemingways Pariser Mentoren ihn drängten, seine journalistische Tätigkeit aufzugeben, hat Hemingway dabei viel gelernt. Als Auslandskorrespondent musste er seine Artikel nach Kanada telegrafieren. Und um Geld zu sparen, strich er alles heraus, was der Leser am anderen Ende der Leitung leicht selbst folgern konnte. So lernte Hemingway etwas über die Kraft der Auslassung und entdeckte, dass weniger oft mehr ist. Ernest Hemingway hängt an Paris. Doch zwischen seinem ersten Roman Fiesta und seinem letzten Buch Paris, ein Fest fürs Leben, kommt die geliebte Stadt in keinem seiner Werke vor. Mit einer Ausnahme. In Schnee auf dem Kilimanjaro wendet er sich über seine Hauptperson, den Schriftsteller Harry, an den Leser. Und in jener Armut und in jenem Viertel jenseits der Straße, gegenüber einer Pferdemetzgerei und einer Weinkonsumgenossenschaft, hatte er den Anfang zu allem gemacht, was er je schreiben würde. Es gab niemals einen anderen Teil von Paris, den er so liebte. Die wild wuchernden Bäume, die alten, weiß getünchten, unten braun gestrichenen Häuser, das lange Grün des Autobusses auf jenem runden Platz, das Lila von den gefärbten Blumen auf dem Pflaster, das jähe Abfallen der Rue du Cardinal Lemoine den Hügel hinab zur Seine und nach der anderen Seite die enge, wimmelnde Welt der Rue Mouffetard. Nein, er hatte niemals über Paris geschrieben. Nicht über das Paris, an dem er hing. In den ersten Jahren ihrer herzlichen Freundschaft mit Hemingway werden Gertrude und ihre Lebensgefährtin Alice Patinnen seines Sohnes Bambi. Und Hemingway setzt alle Hebel in Bewegung, um einen Verlag für Gertrudes Werke zu finden. Es war nicht leicht für sie, ihre Werke zu veröffentlichen, denn was sie schrieb, war für die damalige Zeit sehr ungewöhnlich. Hemingway half ihr bei der Veröffentlichung von The Making of Americans, und ich glaube, das hat sie sehr gefreut. Ihre Freundschaft hielt bis 1925, als Hemingway Gertrude Stein bat, eine positive Kritik über seine Kurzgeschichtensammlung In unserer Zeit zu schreiben. Doch Gertrude Stein lehnte ab. Das war der Beginn einer erbitterten Feindschaft.
In ihrer Autobiografie von Alice B. Toklas schrieb sie dann über Hemingway, er sei ein Feigling, der erst dann ein echter Schriftsteller werden würde, wenn er die Wahrheit über sich selbst sagen könne. Was hätte er darauf erwidern sollen? Sie konnte nie Dialoge schreiben. Das hat sie erst durch meine Texte gelernt. Wenn ein Schriftsteller nur über Sex und Tod schreibt, ist davon auszugehen, dass er als Mann, aber auch als Schriftsteller unfähig ist. Was für ein unnützes, wertloses Leben. Eine Rose ist eine Rose, ist eine Zwiebel. Gertrude Stein ließ sich 1903 als eine der ersten amerikanischen Auswanderinnen in Montparnasse nieder. Die große Schar von Kunstliebhaberinnen, die es in den 20er Jahren nach Paris zieht, wohnt dagegen in Saint-Germain-des-Prés. Sie alle haben ähnliche Gründe, ihre Zelte in Paris aufzuschlagen. Von amerikanischen Frauen wird damals erwartet, dass sie jung heiraten, Kinder bekommen und sich um den Haushalt kümmern. Das ist alles. Paris bietet ihnen die Chance, mit den Konventionen zu brechen und ein freies, unabhängiges Leben zu führen. Viele dieser Frauen haben keine Kinder, einige sind lesbisch. Talente, die in den USA verkannt oder unterdrückt wurden, können sich im Mikrokosmos von Saint-Germain-des-Prés frei entfalten. Paris ermöglicht es den Frauen der Rive Gauche, wie sie häufig genannt werden, ihren eigenen Beitrag zur Moderne zu leisten. Die Schriftstellerin Juna Barnes kann ihren revolutionären Roman Nachtgewächs dank der lobenden Kritik von T.S. Eliot veröffentlichen. Romaine Brooks stellt ihre sonderbaren autobiografischen Bilder aus. Berenice Abbott fotografiert die Seelen ihrer Modelle. Janet Flanner berichtet als Korrespondentin des Magazins The New Yorker über das künstlerische Geschehen in Frankreich. 44 Jahre lang schreibt sie in ihrer Kolumne Letter from Paris unter dem Pseudonym Genet über berühmte Namen und Ereignisse, wobei ihre Feder ebenso scharf ist wie ihr Blick. Es herrschte ein ständiges Kommen und Gehen, vor allem bei Janet Flanner. Es gab Gerüchte, dass Fitzgerald mitten in der Nacht sturzbetrunken an ihre Tür gehämmert hätte. Hemingway besuchte Janet Flanner so häufig, dass er dort sogar einen eigenen Stuhl besaß, den alle nur Hemingways Stuhl nannten. All diese Emigranten treffen sich bei Shakespeare and Company, einer der wenigen englischsprachigen Buchhandlungen am linken Seineufer. Sie wird von der Amerikanerin Sylvia Beach geführt. Shakespeare and Company war ein Treffpunkt für Schriftsteller. Sylvia Beach bewahrte ihre Post für sie auf, lieh ihnen Geld und machte sie mit Verlegern bekannt. Gründete eine Gruppe, eine kleine Zeitschrift, wurde sie dort verkauft. Sylvia war wie eine Biene, die für die Bestäubung zwischen den Schriftstellern sorgte. James Joyce, T.S. Eliot, Hemingway, Scott Fitzgerald und viele andere kamen nicht nur zu freundschaftlichen Zusammenkünften in die Buchhandlung Shakespeare & Company. Ich zum Beispiel weiß, was ich Scott Fitzgerald schulde. Doch was viele andere Schriftsteller einander schuldeten, bleibt Sylvias Geheimnis. Als Sylvia Beach nach Paris kam, fiel ihr auf, dass viele Avantgarde-Dichter von einer Buchhandlung veröffentlicht wurden. Das machte sie neugierig. Und so betrat sie an einem kalten, windigen Märztag diesen kleinen Buchladen am linken Seineufer und machte die Bekanntschaft von Adrienne Monnier. Es war Liebe auf den ersten Blick. I came over to Paris during the war to study French literature. And there I used to see the French and I got to know all the French writers. And then I decided to have a bookshop of my own, and it was my French friend who encouraged me to, and my French friend. And they all said, oh yes, have this bookshop and we'll all come to it.
And I knew Hemingway very well, and he just rambled into the shop one day, and he showed me his scars right there in my bookshop before everybody, and took off his shoe and his sock and showed his scars. And he was very attractive, very appealing indeed. I met Joyce at the house of a poet, and I thought him a fascinating man. When I told him about my bookshop, it seemed to amuse him very much. And Joyce came to see me the next day. He walked into the shop, and soon we began to talk about Ulysses, for that was uppermost in my mind. Finally, he came one day to show me this little review, and he said, "You see, this is now being completely suppressed, and my book," as he pronounced it, "will never come out." So he sat there with his head in his hands, and I said to him, "Would you like me to publish Ulysses?" And he said, "I would." He was seemed very much relieved, in fact. Why, I don't know, because it wouldn't inspire confidence in anyone who had such a book that he'd taken 7 years to write, to give it into the hands of someone so inexperienced and young and just a kind of a little bookshop, not a publishing house at all. Von diesem Moment an widmet Sylvia Beach Ulysses mehrere Jahre ihres Lebens. Sie steht vor der Aufgabe, das enorm umfangreiche Manuskript abtippen zu lassen und die Druckkosten zu übernehmen. Die Lage verschlimmert sich noch, als Joyce rund 90.000 zusätzliche Wörter auf die fertigen Druckfahnen kritzelt und den Roman so um ein Drittel verlängert. Adrienne Monnier ist machtlos, als Sylvia Beach darauf besteht, dass Joyce seine Kreativität freien Lauf lassen kann, ohne sich um finanzielle Dinge zu kümmern. Als Ulysses 1922 erscheint, schlägt der Roman in britischen und amerikanischen Literatenkreisen ein wie eine Bombe. Mit seinen revolutionären stilistischen Neuerungen und seiner unverblümt dargestellten Sexualität zieht Joyce' modernistisches Meisterwerk einen Schlussstrich unter das 19. Jahrhundert. Janet Flanner sagt über den Schriftsteller: "Joyce ist ein überragendes Monument aus Marmor." Der Jazz avancierte in Frankreich der 20er Jahre zum Symbol des Wandels. Er stand für die Entdeckung einer größeren Welt und eine Öffnung der französischen Gesellschaft. Es gab eine kleine Gruppe von Franzosen, die sich als Avantgarde betrachtete. Sie interessierte sich für neue Musik- und Tanzstile und neue Denkweisen. Für sie bedeutete der Jazz die Zukunft. Zwischen 1919 und 1929 ist der Einfluss des Jazz auf die Pariser Kunstszene gewaltig. Jazz steht für Modernität und die hinreißende Josephine Baker ist seine Inkarnation. Sie ist das Lieblingssujet der Avantgarde-Maler. Josephine Baker wurde beinahe über Nacht zum Star. Die Revue Nègre, die Mitte der 20er Jahre Premiere hatte, war nur der Höhepunkt einer langjährigen Begeisterung für afrikanische Kunst und afroamerikanischen Jazz. So konnte sie das Pariser Publikum im Sturm erobern. Sie war eine hervorragende Tänzerin und eine großartige Komikerin. Die amerikanische Künstlerin findet in Frankreich ihr Publikum. Im Handumdrehen ist sie der Liebling aller Pariser.
Sie hat sich in Paris weiterentwickelt und sich in einen echten französischen Varieté-Star verwandelt. Josephine Baker, de retour d'une longue tournée en Amérique, est accueillie par ses amis parisiens. In Frankreich durfte sie eine Entertainerin werden, die mehr als nur Komikerin war. Sergei Diaghilevs Tod in Venedig bedeutet auch die Auflösung der Ballets Russes, die den Westen seit 1909 begeistert haben. Die 20er Jahre, das Leben des russischen Genies und das Abenteuer seiner Ballettkompanie gehen gleichzeitig zu Ende. Strawinsky wird jedes Jahr Blumen auf sein Grab legen. Oktober 1929. Die Schockwelle der Weltwirtschaftskrise erschüttert den europäischen Kontinent. Sie schwächt seine Wirtschaft, dezimiert die internationale Avantgarde in Paris und zwingt die meisten ausländischen Künstler, in ihre Heimatländer zurückzukehren. Paris kann sich seine Vitalität jedoch bis weit in die 30er Jahre hinein bewahren. Picasso überrascht weiterhin durch die Vielfalt seiner Stile. Der spanische Maler versöhnt sich schließlich mit Braque, obwohl dieser nicht erfreut ist, als Picasso ihn scherzhaft als »meine Ex-Frau« bezeichnet. Braque weiß, wenn er als Künstler überleben will, muss er sich von Picasso unterscheiden. Von nun an spielt Matisse eine wachsende Rolle in Picassos Leben. Die Rivalität zwischen den beiden Malern wird sich als Motor für ihre Kreativität erweisen. Die kosmopolitische Gruppe von Künstlern, die von Paris aus zum Sprachrohr ihrer Epoche wurde, hat die ersten 30 Jahre des 20. Jahrhunderts erhellt. Jahre, die bereits den Keim der Zukunft in sich trugen. Nun zeigte sich am Horizont eine neue Zeit.